Leben. Das heißt aktiv sein. Genießen können. Eine Balance zu finden zwischen der Hektik unserer Welt und den eigenen Bedürfnissen. Die Energie und den Mut zu Neuem aufzubringen. Ich will Frau sein, ich will weiblich sein, ich will ich sein. Ich will meiner Rolle als Mutter gerecht werden und ich möchte Erfolg haben in dem Job, in dem ich tue. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, natürlich, aus meiner Tochter eine vernünftige und glückliche Frau zu machen. Ja. Spaß zu haben und dazu beizutragen, dass auch andere Spaß haben. Ja, gesund sein, fit bleiben, also bis zum Schluss eigentlich. Mhm. Ich möchte weitermachen wie bisher und das möglichst lange. Wer stellt sie nicht, die Frage nach dem Rezept zu einem ausgeglichenen Leben? Für den Sport in dem Sinne gebe ich ja nichts auf, sondern ich gewinne ja was dadurch. Deshalb mache ich es auch, weil es mir halt was gibt, weil ich mich dabei gut fühle, weil es meinem Körper gut tut, weil es mir gut tut. Also der innere Schweinehund, der wird ja immer kleiner, je häufiger man mit ihm Gassi geht. Ja? Na klar hat der Tag viel zu wenig Stunden, aber wenn man die entsprechend nutzt, geht man auch glücklicher abends ins Bett. Ich brauche vor allen Dingen ganz viel Luft. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so einen ganzen Tag in der Redaktion gesessen habe, dann ich muss dann raus und ich muss tief Luft holen. Und wenn ich dann laufe, dann, ja genau, dann atme ich halt sozusagen Leben wieder ein. Gut, das ist wirklich auch ein Ausgleich. Da schalte ich ab. Also es herrscht eine gewisse Spannung und auch eine gewisse mentale Vorbereitung immer vor dem Training. Das gehört immer definitiv dazu. In dem Moment, in dem ich auf meine Matte gehe, wieder mehr zu mir selbst finde und nicht mehr nur funktioniere oder nicht mehr nur mitlaufe oder versuche, allen gerecht zu werden, sondern wieder mehr so aus meinem Selbst, aus meinem tieferen Inneren handeln kann und wieder mehr bei mir ankomme. Es bringt mich sozusagen ein bisschen raus. Gerade in unserer modernen Welt ist es umso wichtiger geworden, dem Körper und den Sinnen eine Auszeit zu gönnen. Sport eignet sich großartig, nicht nur um uns fit zu halten, sondern auch um unseren Kopf frei zu bekommen. Bei der Ausübung ist es von großer Bedeutung, dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Gerade wenn du viel Sport machst oder auch im Yoga, wir schwitzen viel, wir arbeiten, es ist anstrengend für den Körper, dass du ganz viel aus dem Kokosnusswasser wieder bekommst, was dich regeneriert und aufbaut, was einfach gut für deinen Körper ist. Es ist auf jeden Fall isotonisch, durstlöschend. Ich habe schon während des Studiums mich interessiert für diese Sachen und im Bioladen gearbeitet und ich finde auf jeden Fall, dass es absolut natürlich schmeckt. Ja, dass man wirklich dieses Erlebnis auch hat, dass man nach dem Training eiskalt aus der Dusche sich mit 20 Leuten hingestellt hat und hat einen Koko getrunken. Kokoswasser ist tatsächlich das optimale Sportgetränk. Ein natürliches, isotonisches Getränk mit dem gleichen elektrolytischen Verhältnis wie das, welches wir im menschlichen Blut vorfinden. Was würdet ihr trinken, wenn ihr kein Kokoswasser hättet? Wasser. Kokoswasser beinhaltet sogar mehr Elektrolyte als Wasser. Wusste ich. Wow. Ja, ich mochte es gleich von Anfang an. Und was sind eigentlich Elektrolyte? Elektrolyte sind ionenhaltige Flüssigkeiten, die den Wasserhaushalt und pH-Wert unseres Blutes regulieren. Auch für die Funktion von Nerven und Muskelzellen spielen sie eine zentrale Rolle. Kokoswasser ist sogar gesünder und nährstoffreicher als Orangensaft oder Milch. Hat aber weniger Kalorien. Und das Wichtigste, es schmeckt auch noch gut. Nicht umsonst wird das Kokoswasser auch die Muttermilch der Erde genannt. Ja, genau. Weißt du auch, was Kokos auf Indisch heißt? Kokos heißt nämlich auf Indisch alles, was man zum Leben braucht. Ich war in Indien, um Yoga zu machen. Und dann ist es so, alle Yogis düsen dann zu diesen Ständen und erfrischen sich mit Kokoswasser. Und so habe ich es kennengelernt. Ich war selber dreimal in Brasilien und auch in der Karibik schon unterwegs. Und da habe ich auch ordentlich Kokoswasser getrunken. Habe es aber so hier in Deutschland oder so nicht wiederfinden können. Ich glaube, in New York habe ich das erste Mal in den Regalen entdeckt und probiert, weil ich mich ja eh für Lebensmittel und Getränke und so sehr interessiert, die natürlicher Herkunft sind. Und dann in Deutschland gesucht, aber das war schon viele Jahre her und das gab es hier noch nicht. Habe ich in Berlin entdeckt, im Bioladen.
im Köriger und war positiv überrascht, dass es das jetzt gibt, hier auch zu trinken, in so super bequemen kleinen Packungen. Das heißt, ich muss nicht mehr so eine halbe Kokosnuss mit mir rumtragen. Ich habe gedacht, aha, ja okay, probiere ich mal. Und dann habe ich gesehen, es ist sogar Bio. Wow, warum kennst du das nicht? Und dann bin ich kurze Zeit später in Israel gewesen. Und da hat man teilweise überall in Tel Aviv, in Strandnähe, kleine Obstsaftstände und einer hat eben auch Kokoswasser angeboten. Und das war ein total tolles Geschmackserlebnis. Das schmeckt für mich nach Wohlfühlen. Das schmeckt halt irgendwie natürlich. Sehr erfrischend. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Kokoswasser hilft auch bei übermäßigem Alkoholgenuss. Okay, ziehen wir gleich mal einen neuen Karton organisieren. Habe ich auch schon erlebt. Get balance. Get wellness. Get energy. Get nature. Get alive. Get active. Get GoCo.